Dieses Summen, also dieses Summen des Liedes, also die Melodie, erinnert mich in irgendetwas. An irgendeinem anderen Song. Auch aus Pokémon wahrscheinlich. Darf ich hier problemlos weitergehen? Lol. Was ist hier drinne? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Aber ich finde Verzweigung nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass die gerade nicht so übertrieben sind. Ich meine, wir sind noch nicht so tief in der Dungeon, wo ich das zumuten kann. Vielleicht sind wir doch ganz tief. Oder ganz oben. Dann gehe ich erstmal hier entlang. Hier geht es nämlich nach unten. Ganz nach unten. Aha. Oh, danke für die Tränke. Nehme ich dankend an. Ich dachte, jetzt geht's ganz zurück zum Eingang. Das wäre nice gewesen. Dann könnte ich nämlich ein paar Tränke kaufen. Aber vielleicht wird sowas auch noch geben. Nö, jetzt bleibt mal da stehen. Wir nehmen die Truhe mit. Das ist mir zu offensichtlich. Und es ist auch offensichtlich, dass da jemand... Dass da keiner ist. Hä, was? Aber jetzt. Das Spiel, ne? Aber wir haben jetzt Sonderbonbons. Die können wir auch benutzen. Ich glaube, die werden wir auch benutzen, weil... Wir brauchen jegliche Level. Barnett und Zubiris. Das ist nämlich blöd. Oh, perfekt. Bitte auf Nachtara, bitte auf Nachtara. Ah, Mist. Schade. Muss ich nochmal rausgehen zu Cerberus. Dann weiß ich, dass Spukball auflebt, wenn das geht. Eventuell. Ja, wie er schon gesagt hat, hat er mich erschreckt oder so? Er hat jetzt nur Geister-Pokémon dabei. Und Undicht. Ja gut, eher Geister-Pokémon. Und X-Bad.
Das Bild sieht immer noch schrecklich gut aus. Jo, das war sehr viel Damage. Übertrieben viel Damage. Was? Das hat gereicht? WTF? Beleber sollten wir noch haben. Geh weg mit dem Horrorblick. Geh einfach weg. Was zum Teufel? Hä? Jetzt ein Weilord? Das passt total. Vielleicht wegen den Zehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, weil es ein bisschen groß. Und Tobias ist gerade richtig klein. Alter Falter. Tja, ich bin eben viel stärker als du. Weil ich gewonnen habe. So, wetten, dass genau da oben eine Heilstation ist. Das wäre sehr convenient. Moment mal. Einen kleinen Moment. Ich wollte schon sagen, das sieht aus so wie die Augen eines Schädels. Könnte man so rein interpretieren. Mal gucken. Hier ist keiner. Alles klar. Bosskampf. Nö, natürlich nicht. Sogar drei Ebenen. Aber hier sieht es sehr verdächtig aus und keine Heilstation. Ach, der Ijin schon wieder. Pissit, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's auch gut. Ich habe eine Nachricht von meinem Partner, Bigger Bigger. Und die hoffen, dass wir das schaffen. Alles klar. Okay, sowas. Aha. Warum hier sind hier die ganzen Kräne? Das hatte doch der komische Professor. Sehr interessant. Hat das was zu bedeuten? Und wehe, hier gibt's Gegner.
Lass mich hier einfach die Rätsel machen. Und dann am Ende ein Bosskampf. 3 Timer Balls. Okay, das kann ich benutzen. Lila. Ah, damit man sehr schnell wieder zurückkommt. Sehr gut. Und dort geht's dann wahrscheinlich direkt weiter. Nehme ich mal an. Bosskampf. Ich glaube, Lovrida war die einzige, die einfach durch ein Portal geht. Also durch den Aufzug geht. Nie wieder kleine Gegner. Ich kann mich alle mal. Geftal. Okay, er hat nur Elektro-Pokémon gerade dabei. Das ist perfekt. Das ist mehr als perfekt. So, Erdbeben und Brick Break. Und Brick Break sollte Landtouren vernichten. Ein Krypto-Schlurp. Nice. Das war ein sauberer Kampf. Mi. Du hast mich gesweept. Ja, so kann man es sagen. Hier muss man aufpassen, wo man entlang geht. Sonst zögern wir Kämpfe. Ich gehe einfach mal straight so durch. Mal gucken, was passiert. Ach so. Okay, das war nicht mit Absicht. Man darf nur nicht die Dinge berühren. Naja, was jetzt? Jetzt setze ich die Dinge wieder zurück. Nee, die wurden schon zurückgesetzt. So schon, okay. Ich wollte schon sagen, das wäre sonst unmöglich. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben gehe, werden die ganzen Sachen wieder in ihren Ursprungsplätzen geworfen. Das heißt, ich kann jederzeit runterfallen. Und da ist natürlich ein Gegner. Eigentlich nicht so viele. Gegen Leiden oder Leiden. Okay, sie hat nur normale Pokémon. Anscheinend. I understand.
Aber nichtsdestotrotz sollte ich immer noch sehr viel Damage machen. Ernsthaft, geh weg mit der Hypnose. Okay, nur auf Balto. Oh mein Gott. Sichlor. Ein Krypto-Sichlor. Käferflug. Käferflug Krypto, so rum. Vielleicht minimal besser als Skelter momentan. Weil Skelter werden wir, glaube ich, kaum benutzen. Das heißt, Sichlor könnte ich einfangen, aber ich muss erst mit Balto hier raus. Zu Cerberus. Autsch, das tut weh. Oh nee. Okay, die Double zum Glück nicht. Und Scharniere. Alles klar. Krypto-Scharniere, das brauchen wir nicht. Brauchen wir definitiv nicht. So, ich mache das so. Sichlor ist wahrscheinlich mega schwer einzufangen. Komm schon. Das wäre sehr lustig gewesen. Shadow, Mist. Wir versuchen es nochmal. Wer weiß, vielleicht funktioniert es. Ich will erstmal Scharniere aus dem Weg schaffen. Dann können wir sich bloß schwächen. Okay. Oder auch nicht. Das war Glück. Wie Scharniere tankt das? Ach, stimmt ja. Und Licht war hier nicht physisch, sondern speziell. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, das müsste one-shotten. Weil die Attacken selber sind nicht untergeteilt worden, sondern die Typen.
Scharnero ist irgendwo geflohen. Können wir gleich Sichlor mitnehmen. Also Krypto-Sichlor. Auch not bad. Also ein Krypto-Pokémon im Team zu haben, ist wirklich nicht schlecht. Muss das sein? Muss das sein? Diese Teleporter. Diese Aufzüge. Jetzt sage ich schon Teleporter. Es geht sogar nach oben. WTF. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Ach, da ist der Sneasel. Muff, 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 muff. Wie lacht er denn? Muff, muff, muff. So sehen wir uns wieder. Mein Plan war perfekt. Die einzigen Probleme waren die nutzlosen Lovrin und Gorrigan. Ach, kämpfen wir nicht nur nochmal gegen Gorrigan? Was? Gegen den haben wir nur einmal gekämpft. Hä? Und du? Du hast meinen brillanten Plan, das ich für Phoenix City vorbereitet habe, vereitelt. Und wegen dem Schrecktaten hat keine Ahnung, wer die ist, habe ich so viel gelitten. Und das Gesamte wurde nämlich ausgestrahlt. Also von der Reporterin. Er meint diese Reporterin. Um Master Weevils Vergebung zu erlangen, muss ich meine Position als Gouverneur von Eure wiederbekommen. Dich zu besiegen. Und diesmal werde ich nicht so leicht mit dir umgehen. Der will's richtig hardcore kämpfen. Snell. Ja gut, fast richtig. Snell ist ja fast richtig. Es ist Snell. Snartle. Also kämpfen wir nicht gegen Gorrigan? Der einzige Vorsprung, wo wir gegen Gorrigan nur einmal kämpfen, glaube ich nicht. Der hüpft, glaube ich, irgendwann von hinten und will ebenfalls kämpfen. Wow. One-Shot. WTF gegen Metang One-Shot. Ernsthaft? Not bad. Der hat einen Shirox. Ja, lol. Not bad. Wir schlagen uns momentan sehr gut durch. Kryptosonfehl. Aber Shirox sehr gefährlich. Ich wechsle mal zu Cerberus. Und Mega Drain mal Sonnenfehl. Auch wenn vielleicht eine Psychattacke kommt. Shadow Sky. Okay, das ist gut. Das trifft nämlich alle Pokémon, die nämlich keine Krypto-Pokémon sind. Auch auf den Gegner. Aeroas. Ah, das ist nicht so gut.
Aber sehr gute Arbeit, Lee. Flammenwurf und Shirox ist down. Ja lol, Formio. Jetzt kommt noch Shadow Wave. Flashing Light Strike Stone. Boom. Starmie. Okay. Krypto-Starmie sogar. Autsch, das wird wehtun. Aber es ist ein Wasser-Pokémon. Das können wir mitnehmen. Da können wir statt sicher Starmie mitnehmen. Das wäre perfekt. So, dann machen wir es ein bisschen anders. So, Quick Attack auf Cast Form und Donnerwelle auf Starmie. Sollte schon reichen. Shadow Break. Das sah ebenfalls sehr schmerzhaft aus. So, Biss. Und dann einen Timerball. Wäre schön, wenn es jetzt direkt klappen würde. Ich hoffe, der Teleporter links, wo nämlich dieser Snell gegangen ist, führt nämlich ganz zurück. Das wäre perfekt. Dieses Timer will ich mitnehmen. Biss wird niemals ausreichen. So, noch mehr Pursuit. Pursuit. So rum. Und das hier.
Nice. Nehmen wir direkt mit. Unbedingt. Da haben wir Snuddle besiegt. Ja, der tanzt erstmal herum. Sehr schön. Mein Plan. Mein perfekter Plan. Meister Weevil, vergib mir. Rennt einfach so weg. Ich verstehe. Der wartet. Wahrscheinlich will er ebenfalls kämpfen. Ich gehe mal nach unten. Und wir müssen nochmal kämpfen. Und wir sind ganz zurück. Alles klar. Perfekt. Ich hoffe, der hat nicht so viel Pokémon. Ach. Ich verstehe, was das Spiel vorhat. Nachdem wir nämlich ganz geschwächt sind, will das Spiel nämlich, dass wir die Kämpfe hier irgendwie ausdollen. Nee. Nicht mit mir. Oh, das macht so viel Damage. Ha, zum Glück. Ja gut, Toxin ist mir eigentlich egal gerade. Solange wir den Kampf sehr schnell hinkriegen. Okay, und kein Schutzschild. Eierbombe. Ja, lol, das sieht sehr, sehr cool aus. Jo, und wir sind halb am Verrecken. Aber Balto hält durch. Ist sie bestreut physisch? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend. Ja, lol. Keiner ist gestorben. Sehr lustig. Und er entschuldigt sich auch noch mit einem Stall-Team. Ah, und hier sind wir. Alles klar.